Bei der Merkel selber war es zuerst relativ lang, wo man sich im Bundeskanzleramt aufhalten konnte. Ist natürlich interessant, weil da kommt man normal nicht rein. Ist ja beeindruckend, muss man einfach ganz klar sagen. Es ging alles nach Protokoll. Wir waren die Letzten. Dann kommst du davor, darfst der Dame die Hand schütteln, musst dich aufstellen. Der Fotograf vom Bundeskanzleramt macht die Bilder. Ja, und das war es dann eigentlich. Nur Schorsch hatte einen Großauftrag. Guck irgendwie, dass du die Merkel zur Konsulin machst. Also, du bist auf der Schüttelrunde, stehst dran und möchtest irgendwie zu der Frau Merkel. Also bleibt mir ja nichts anderes übrig, als vorzugehen, zu ihr zu gehen. Frau Dr. Merkel, Frau Bundeskanzlerin, wir würden danke. Das Danke hat gewirkt, dass der Roland wieder rückwärts zurückgelaufen ist. Und sie dachte, verdammte Scheiße, das klappt nicht.